Als erstes nimmst du das Krabbenfleisch, das häckselst du schön fein. Danach kommt direkt die Petersilie, schön fein hacken. Die Frühlingszwiebel, Knoblauch und auch die Chilischote ganz fein hacken und alles zusammen in eine Schüssel geben und vermischen. Danach würzen, pfeffern und die Semmelbrösel dazugeben, alles schön vermischen und kleine Frikadellen daraus formen. Die backst du ordentlich mehrere Minuten durch. Danach für die Makrelencreme die saure Sahne, Makrele, Gurken zusammen vermischen und vermengen, alles pürieren. Zu der Creme gibst du nach Geschmack Sanddornlikör dazu und anschließend verteilst du die Makrelencreme auf die Stullen, entweder selbst gebacken oder vom Bäcker deines Vertrauens. Schnell die Frikadelle da drauf und fertig ist die Fischstulle.